Hi, und auch heute schaue ich mit dir in die Karten. Was sollst du wirklich wissen? Was sollst du wissen? Was sollst du wissen? Ist was runtergefallen heute? Ja, was sollst du erfahren? Es geht hier nach wie vor um die Anziehungskraft, geht es hier. Es geht hier mit deinem Zwillingsflammen, geht es hier um das Ankommen. Und ja, es geht wirklich darum. Ja, dass das hier in der Wunscherfüllung gehen kann. Und ja, es ist schon der Weg dafür vorbestimmt, geebnet, diese seelische Tiefe, diese Verbundenheit. Es ist geebnet, dass es hier auch eine karmische Zyklus mit euch ist, dass ihr von Herz zu Herz aufeinander zugeht und auch diese Unsicherheit, diese Unklarheit endlich in der Klarheit übergeht. Und es geht auch darum, dass man so diese innere Stimme wie so eine mystische Gefühl auch wirklich zulässt. Ja, also ich lege jetzt für dich die Karten aus und schauen wir jetzt. Ja, was ist denn zwischen dir und deiner Zwillingsflamme jetzt aktuell? Was ist da jetzt aktuell wirklich zu wissen? Was ist wirklich wichtig zu wissen? Was sollst du erfahren? So, dass wir hier alles schön im Bild haben. Es ist halt wichtig, dass du auch alles hier wunderbar sehen kannst. Und ja, das ist so unglaublich hochschwingend mit der Flammen. Wahnsinn, dann kriege ich Gänsehaut. Wahnsinn. So, und ich habe gesehen, ich habe doch gar keine Musik noch an. Ja, denn das finde ich auch schön, also das Begleitung, die Musik, und das ist die Musik der Liebe, der Titel heißt Liebe. Und so klingt die Liebe. So, es geht um dich, es geht hier rein, ganz alleine geht es hier um dich. Um deine Anziehungskraft, es geht um deine Ausstrahlung, und ich sehe hier auch, du schaust aus dem Bild hier, obwohl heraus, ja, aber das heißt ja für mich, dass du ziemlich alles offen lässt, ja, also offen lässt, und also in deinem Unterbewusstsein heilst du sehr, und du bist auch für diese Romantik offen. Und du bist offen, und ich nehme jetzt auch wirklich hier wahr, dass hier im Verborgenen auch, du kannst es nicht sagen, warum, aber du fühlst dieses Gefühl. Das fühlt sich so richtig, richtig gut an. Und wenn du da auch noch eine innere Zerrissenheit in dir gespürt hast, so eine Unsicherheit oder was du so nicht erklären konntest, was war da in dir, was jetzt so dagegen war, nehme ich das jetzt wahr, dass es hier also auf jeden Fall in der Erfüllung geht, dass es hier wirklich nochmal so ein Schwung bekommt und auch wirklich diese Verbundenheit. Also du hast in deine Seele, in deinem Unterbewusstsein diese Verbundenheit, was dir auch wirklich sagt oder zeigt, dass du wirklich komplett für die Liebe dich komplett neu ausrichtest. So, das nehme ich jetzt hier definitiv wahr, dass es hier eine Rolle spielt, ja, dass du dich da wirklich wahrnimmst und dich dafür öffnest. Deine Zwillingsflamme schaut hier in die Kraft. Also das heißt, er bekommt ja auch wirklich mehr Kraft. Er wird mutiger, er kann sich durchsetzen. Er ist sich selber treu.
Und also der hat auch diese Loyalität. Und ich nehme das jetzt hier auch wirklich wahr, dass hier definitiv in diese Sehnsuchtsvolle mit ihm geht. Also umso sehnsuchtsvoller er ist, also ja, umso mehr entwickelt sich das. Was sehe ich denn in Unterbewusstsein? In Unterbewusstsein sehe ich bei deiner Zwillingsflamme diese tiefe, tiefe Gefühle. Ich sehe hier auch die Öffentlichkeit, dass es halt auch in diesen Neuanfang hineingeht. In seine Seele wünschte sich, dass er öffentlich auf dich zukommt. Und das ist auch wirklich, dass er einfach glücklich wird. Denn glücklich in der Liebe, das ist wirklich so sein Wunsch. Also wirklich glücklich in der Liebe zu sein, das ist so sein größter Wunsch. Ja. Bei dir sehe ich hier, du weißt, dass es hier karmisch ist mit euch, dass du auch bestimmte Zyklen, deine Entwicklung durchgehst. Du weißt auch, dass du auch auf deine Seelenreise bist. Du bist auf deine Seelenreise und deine Seele entwickelt sich. Auch verschiedene Erfahrungen, die du auch durch dein Leben machst, dass das auch zu deinem seelischen Wachstum auch dient. Und vielleicht hast du wirklich auch an dem Portaltag auch teilgenommen, ne? Und ja, vielleicht hast du auch wirklich diese Energie gespürt. Und wenn du das vielleicht verpasst hast, also hast du dann die Möglichkeit, also am 15. haben wir diesen nächsten Portaltag, dass du auch dabei bist. Also es geht wirklich darum, dass diese seelische Weiterentwicklung dich auf deinen Seelenweg weiterbringt und auch, dass du deine Passion auch lebst, weil dafür seid ihr auch da, ihr Zwillingsflammen, dass ihr eure Passion lebt. Und ich nehme das jetzt hier auch wirklich wahr, dass hier definitiv, auch wenn da jetzt eine Distanz oder eine Entfernung noch zwischen euch da ist, also das hat schon Potenzial mit euch zwei. Und ich sehe hier auf jeden Fall, dass man genau hinschauen soll. Und ja, so diese tiefe innere Erkenntnis ist auch bei dir da. Also du hast schon die Zusammenhänge erkannt und du siehst das ganz genau. Du siehst das jetzt schon durch Augen der Liebe, durch die Augen der Sonne. Also ich nehme das jetzt hier definitiv wahr. Was ich jetzt hier noch bei deinen Zwillingsflammen sehe, dass er so nach einem Plan sucht, also wie er das Ganze angehen soll. Also er spielt hier schon noch eine Rolle. Und was ich jetzt hier noch wahrnehme, also in seinem Unterbewusstsein, also möchte er dir auch eine Nachricht zukommen lassen. Er möchte dir so seine Gefühle, seine Emotionen oder seine seelische Verbundenheit auch mitteilen, vielleicht auch in einem Lied oder in einem Brief, vielleicht auch sein Schmerz, seine Blockade, seine Unentschlossenheit, vielleicht was er gefühlt hat, vielleicht auch so von der familiären Struktur möchte er dir auch was erzählen, vielleicht auch was ihn über den Raum und Zeit bewegt hat, vielleicht auch, weswegen er diese Maske auch lange, lange getragen hat, weswegen er auch nicht zu dieser Verbindung stehen konnte. Über seine Verletzungen wird er vielleicht auch mit dir sprechen. Er hat einen Plan, er ist bereit, er öffnet dir sein Herz. Und ich habe das Gefühl, dass er immer mehr wächst und ja, das natürlich hat eine Auswirkung und das gibt ihm Kraft, das gibt ihm Mut, es gibt ihm Kraft, es gibt ihm Ausdauer, es gibt ihm Stärke, auf dich zuzukommen. Natürlich hat er auch immer wieder diese Gefühle der Anziehungskraft auch unterdrückt, lange, lange Zeit, so nehme ich das jetzt wahr. Und ich nehme jetzt auch wahr, dass hier definitiv bei deinem Zwilling, also Zwillingsflamme, also die Verbundenheit eine Rolle spielt und auf jeden Fall geht es um diese tiefe innere Erkenntnis, dass er das auch erkennt, warum das hier auch blockiert war zwischen euch. Das ist wirklich wichtig. Warum war das auch zwischen euch blockiert, dass er das erkennt? Ja?
Und bei dir sehe ich, dass diese tiefe seelische Verbundenheit ist dein Glück. Also das ist dein Glück und die Nachrichten, das ist dann die Krönung für dich, was also das Ganze hier nochmal erhebt und nochmal also stärker macht bei dir. Also wie gesagt, am Valentinstag Spezial kannst du auch dabei sein bei dem Webinar oder Online-Seminar mit Zoom-Konferenz. Melde dich dazu an. Alle Infos findest du in der Infobox, also meinen Shop, meine Webseite. Ich freue mich auf dich, wenn du mich besuchst. Lass ein Abo, lass ein Like da. Und jetzt schwinge dich in der Liebe hinein. Danke, bis bald.